Hallo und herzlich willkommen zu einer Stream-Ankündigung. Ja, ihr seht hier Guild Wars, aber nein, Freitag werden wir nicht nur Guild Wars streamen. Und das bringt uns schon zu dem Thema, wann wird denn gestreamt? Ja, es ist wieder mal Freitag. Ich habe kurz überlegt, ob ich Samstag streamen soll, habe mich dann aber doch für Freitag entschlossen, weil Samstag eine spezielle Minecraft-Aufnahme stattfindet. Also es wird bald wieder mal was anderes in Minecraft zu sehen geben. Und möchte euch nur kurz so ein kleines bisschen darüber informieren, was ist denn eigentlich geplant. Wir starten, wie gesagt, morgen einen Livestream und er wird diesmal früher starten als normal. Diesmal werden wir schon um 15.30 Uhr starten. Ich schreibe euch natürlich alles nochmal unten in die Videobeschreibung, dass ihr es nachlesen könnt. Und wir werden um 15.30 Uhr nicht mit Guild Wars starten, sondern wir werden mit dem hier starten. Antichamber. Antichamber ist ein... nettes Game, was ich soweit mitbekommen habe, das einen ziemlich verrückt machen kann. Und ich habe aber gehört, es soll sehr, sehr gut sein. Und ich möchte mich einfach mal mit diesem Spiel beschäftigen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß drauf. Und das ist einfach mal wieder mal die Möglichkeit, mal wieder was anderes zu streamen. Nicht nur Guild Wars. Keine Frage, ich liebe Guild Wars. Ich liebe Guild Wars total. Aber ich möchte natürlich auch zwischendurch mal was anderes bringen. Deswegen sieht der Plan für morgen so aus. Wir werden um 15.30 Uhr mit Antichamber starten. Und dann ungefähr, müssen wir mal so schauen, plus minus 18 Uhr, 18.30 Uhr werden wir dann mit Guild Wars starten. Ich sage jetzt mal 18 Uhr, vielleicht auch ein kleines bisschen später. Dann werden wir Guild Wars starten, das heißt, wir haben also auf alle Fälle mindestens 2,5 Stunden. Von 15.30 Uhr bis 18 Uhr. Und dann müssen wir eben gucken, dass wir dann eben gegen 18 Uhr mit Guild Wars anfangen. Da werden wir erstmal in die Silberwüste fetzen. Wir werden zusammen ein kleines bisschen farmen gehen. Ihr könnt euch natürlich jederzeit mit anschließen. Ich taxi euch sehr, sehr gerne mit rüber, wenn ihr möchtet. Wir werden einige Runden Rankenzorn spielen. Ich glaube nicht, dass wir Chest farmen gehen werden, weil ich glaube, das ist dann doch ein kleines bisschen zu langweilig für den Stream. Und dann ungefähr, naja, muss man mal gucken, 20.30 Uhr, 21 Uhr, sowas um den Dreh, kommt dann der liebe Fildorin dazu. Der war auch das letzte Mal schon dabei. Der wird dann ein bisschen mit mir roamen gehen und wir werden dann vermutlich anschließend, ich weiß nicht, ob Fildorin da noch dabei ist, werden wir dann ins PvP gehen und werden da noch ein bisschen uns durch die Gegend boxen. Und ihr könnt natürlich auch beim PvP sehr gerne wieder mitmachen. Silberwüste ist es erwünscht, könnt ihr jederzeit mitmachen, solange die Karte nicht voll ist, kein Problem. Ich taxe euch gern rüber, nähere Infos gibt es natürlich im Stream selbst. Beim Roaming eher weniger. Es ist einfach erstens, sobald man relativ, sobald man mehr Leute ist, macht Roaming nicht mehr so viel Spaß. Ich sag mal zu zweit, höchstens zu dritt würde ich persönlich roamen gehen. Und das ist halt so einfach ein bisschen angenehmer, denn gerade das ist ja die Herausforderung, dass man eben mit kleiner Zahl sich auch mal gegen 4 oder 5 Gegner stemmt. Das hat letztens mit Fildorin schon wunderbar geklappt, keine Frage, er ist auch ein famoser Spieler. Und beim PvP, wenn man das dann anschließend wieder in die Runde schmeißen dürfte, selbstverständlich wieder mitmachen. Es kann natürlich auch sein, dass wir aber auch noch im Fraktal laufen, das weiß ich noch nicht so genau. Und ich habe gehört, ich habe schon mal wieder mal etwas bekommen. Ich habe da was bekommen und das werde ich verlosen und es hat mit Geld was zu tun, aber mehr sage ich nicht dazu. Das erfahrt ihr dann alles im Stream. Ich schreibe euch, wie gesagt, alle wichtigen Informationen nochmal unten rein in die Videobeschreibung und was halt sonst noch alles wichtig sein könnte, findet ihr alles dort drunter und alles andere dann halt auch auf Twitch unterm Kanal. Da steht auch nochmal alles, Commands, wo die Musik herkommt und so weiter und so fort. Ich freue mich auf alle Fälle auf euch und sage Tschüss, bis morgen ab 15.30 Uhr bis mit Sicherheit Open End. Bye, bye!